in selten. Oh, geil. Das Lustigste war mal, Alter. Ich habe mich angebrunst vor Lachen. Prater. Wir waren im Prater. Und ich war am Häusl. Da musste man so 50 Cent zahlen. Eh, so auf, wirklich auf komplett deppert. Aber du musstest halt für scheiß WC zahlen und so weiter und so fort. Und was ist? Hat einer kein Kleingeld gehabt. Ich denke immer so, ja, gebitte, ich habe so viel Kleingeld drauf geschissen. Gebe ich da. Überhaupt kein Thema. Und jetzt plötzlich. Was? Es gibt noch nette Wiener? Und ich so, ja, die sind selten. Die sind sehr, sehr selten, Alter. Der hat sein Leben überhaupt nicht ablassen. Was, es gibt nette Wiener? Sag ich dir, weil, oder habe ich nur Arschlöcher getroffen? Ich habe so gelacht. Ich habe so gelacht, Alter. Ich habe mich angebrunst vor Lachen, wie er plötzlich begonnen hat so mit, was, es gibt nette Wiener, du bist gar wieder, na, geschleichte. Mit irgendeinem Dialekt halt aus Deutschland und alles drum und dran. Ich habe so lachen müssen. Oh, geil, geil. Ja, man muss sie schon finden, sagen wir es mal so. Die netten Wiener. Normalerweise kriegst du einen Favoriten an ihren Strich, wenn du den Deppert ausschaust. Du schaust mich blöd an. Du schaust mich blöd an. Bude, ich hol meine 20 Kassiers. Oh, geil. Aber weißt, sie fragen immer, das, ich finde das geil. Weißt, in Wien finde ich das immer geil. Ja, wir haben sehr, es hört sich jetzt ein bisschen extrem an oder sonst was, wir haben sehr viele Ausländer mit gemischt und alles drum und dran. Das hört sich jetzt ein bisschen sehr extrem an, aber es ist halt einfach so. Wir sind ein sehr, sehr gemischtes Volk in der Hinsicht und muss halt dazu sagen, das Geile ist halt immer wieder, sie fragen, ob du Stress hast. Das finde ich richtig geil. Das finde ich so richtig, richtig geil. Sie fragen dich immer höflich und nett, hast du Stress vielleicht? Soll ich meine Cousins rufen? Ich finde das Bombe. Keinen Sinn, darunter zu gehen. Ich finde das echt, echt Bombe. Von Erna, dass sie mich immer wieder fragen so, hast du Stress, soll ich meine Cousins rufen? Taugt mir. Die sind echt freundlich. Und wenn du leicht deppert bist, hast vielleicht eine Niere weniger oder hast ein blaues Auge. Echt Bombe, Digga. Bruder, hast du Stress? Aber wirklich so. 1-1 kommen sie. Bruder, hast du Stress? Was du für Favoriten an ihren Stich? Simmeringer Ellbogen fress. Alles gibt's. Oh, schlimm. Schlimm. Aber sie fragen wenigstens nach, ob du Stress hast. Das ist das einzige Positive, was ich sagen kann. Sie fragen dich wenigstens höflichkeitshalber. Ja, Bruder, ich hab Urstress, bitte hilfst du mir. Ah, Wahnsinn, die Wiener. Ja, da hast du ein Problem. Was für ein Problem? Hä? Ich gehe nur da die Straße entlang. Ja, meine Kopfhörer oben. Hast du ein Problem? Alter, ich hab kein Problem, aber ich hab kein Problem mit dir. Ja, ich frage, ob du ein Problem hast. Oh, schlimm, Alter. Von einem Baumstamm zu fallen, nachdem man von einem irrwischen Ackerschuss erschreckt wurde. Aber das Geilste, aber ich liebe es, wirklich. Wenn sie daherkommen, ins gegen eins, machen wir Fitzere. Und dann, ja, okay, passt, komm her und gib mir eine. Komm her. Und dann plötzlich, sie rufen erst dann noch 20 Cousins an. Wo wir denken so, erst, war das jetzt ein 1 gegen 1? Hat es nicht vorher nur Carsten 1 gegen 1? Nein, er muss unbedingt seinen Cousin noch anrufen und noch 20 andere. Schafft es nicht alleine? Oh, schlimm. Schlimm. Oh, Mann. Wien ist definitiv anders. Ja, sehr, sehr anders. Schau mich an. Ich bin komplett deppert. In der Birne.
Oh, scheiße. Ja, fix, Alter. Aber dann hast du definitiv ein großes Problem. Ich glaube, dann hast du nicht nur ein kleines Problem, sondern ein großes, Alter. Aber er holt natürlich gleich kleiner Bruder, großer Bruder, alle Brüder kommen, dann Cousin, das. Es bleibt ja nicht bei einer Person, weißt du, dass du sagen könntest, okay, ja, dann geht schon ab zum Lidl-Parkplatz, Blutwiese 1 gegen 1. Ich gebe dir 100.000 Schläge in der Sekunde, oder? Mach drr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 
Servus, Kokosfußkopf. Digga, da würde man vielleicht auch dezent überlegen, zu welchem Friseursalon du gehst. Digga, Alter. Schau aus. Aber der Link, Alter, ich glaube, der hat sich ein bisschen geirrt. Wir spielen nicht Fluch der Karibik, gell? Wie war's für euch? Nach meinem eigenen Tod schwebte ich jenseits der Zeit, ohne zu wissen, was mit mir geschah. Ein Schweben jenseits der Zeit. Wenn du warten kannst bis zum Sommer, dann kannst du meinen haben. Die Liebe findet einen Weg. Alles andere ist. Das ist jetzt kein Scherz. Das ist jetzt kein Scherz, oder ich kaufe mir im Sommer einen neuen Kühlschrank. Wir haben den Rest eurer Männer draußen entdeckt. Sie haben nicht überlebt. Tut mir leid. Wir wurden überrannt. Ich schickte Matthews und Williams mit Vorräten los, um den Seilzug zu erreichen. Aber ich glaube, wenn du schon nachfragst, glaube ich, kannst du nicht bis zum Sommer warten. Keine Wahl. Würden sich die Überlebenden nur auf Pennington verlassen, wäre das Fort längst verloren. Okay, dauert zu lang. Ja, das ist dann Arsch. Weil ich muss. Ich habe mir das ausgerechnet gehabt, wie lange ich halt für Sparen brauche und alles drum und dran. Und mit doppeltes Gehalt gebe ich dann aus für New York für nächstes Jahr. Dementsprechend geht es sich erst im Sommer halt aus. Also dementsprechend ein bisschen Arsch in der Hinsicht, wenn du dann nicht in der Hinsicht so lange warten kannst. Weil du hast quasi 3 untere Fächer im Tiefkühlregal und dann hast du halt noch 2, 3 Fächer oben. Ist relativ gemütlich, eine schöne Größe, jetzt zwar nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Geht. Ah, okay, dann brauchst du es unbedingt, das ist wurscht. Mag sein. Wenn die Sachen schon auftauchen, dann ist wurscht. Das erfordert Mut. All der Mut in der ganzen Welt nützt nichts, wenn ihr nicht auch die Befehlshaber aufbringt. Das ist vorher schon, dann stinkt es immer Neues, gell? Ich kenne das, das ist mir auch schon einmal passiert. Eins ist klar. Die Toten nagen am Gewissen des Captains. Falls er überhaupt eins hat. Warum das? Vor 7 Jahren suchte eine Seuche New Eden heim. Pennington sonderte die Erkrankten in den Minen ab, mauerte sie ein. Es waren finstere Zeiten. Harte Zeiten. Niemand wusste, was der nächste Tag bringen würde. Wir haben alle viel verloren. Zu viel. Als stellvertretender Kommandant blieb Sebastian freiwillig, ließ sich mit den anderen einmauern und hielt am längsten durch. Er starb als Held. Mhm. Und jetzt erheben sich die Ausgestoßenen. Sie verlangen nach Rache. Wer könnte es ihnen verübeln? Ich habe sie sterben sehen. Soldaten, Minenarbeiter, krank, hungrig, um Hilfe bettelnd, die niemals kommen würde. Captain Pennington hat viel Blut an seinen Händen. Bei mir war das einmal so. Ich kann mich jetzt nicht genau nochmal dran erinnern. Aber ich glaube, da waren wir auf Urlaub. Bilde ich mir nochmal ein. Ich bilde mir nochmal ein, wir waren im Urlaub. Wir sind dann zurückgekommen und es gab Stromausfall oder der Schalter wurde... Irgendwas war. Und wir kommen zurück und denken sich so... Boah, da stinkt's. Das war... Da hatten wir noch nicht die Katzen oder irgendwas, weil sonst wäre es jemandem aufgefallen wahrscheinlich. Wir denken sich so... Da stinkt's, was ist da los? Komisch. Wir haben sich gedacht gehabt, okay, Mist runtertragen, vielleicht war das noch der Mist, vielleicht hat er einfach nur so dermaßen gestunken. Denken sich noch immer so, stinkt's noch immer? Gehen wir zum Kühlschrank hin. Bist du deppert, Alter? Wow! Ich glaube, wir waren 3 Tage nicht da oder 4 Tage, weil wir im Rom oder so damals. Bist du deppert? Ganzer Kühlschrank, Alter, gestunken bis zum Gehtnimmer, Alter. Alles raus. Wir wissen halt bis heute nicht wieso, aber ich glaube dann später hat auch der Kühlschrank dann ein bisschen Aletten, glaube ich, dadurch gekriegt und hat nicht mehr gescheit gekühlt und das ist dann uns dann noch irgendwann einmal passiert.
Dementsprechend, Alter, gleich weg, neuer, pff, das war Wahnsinn, Alter. Das war schlimm, das hat so gestunken, Alter, war. Ja, das ist ekler, oder was glaubst? Musst du mal alles nachzahlen, das ist Wahnsinn. Musst du vielleicht sogar noch ein bisschen was von dem, was du nicht zahlen konntest, vielleicht sogar noch extra noch draufzahlen oder sonst was. Puh, das geht nicht so einfach. Und allein schon, wann kriegst du wieder vielleicht das nächste Geld? Also hört sich zwar jetzt ein bisschen extrem an, also ich weiß zwar nicht, wie es bei dir immer so ausschaut, aber wer weiß, wie lange du jetzt vielleicht sogar wieder auf das nächste Geld warten musst. Mein Beileid. Ihr habt viel durchgemacht. Haben wir. Machen wir. Und hoffen wir es mal, Gott sei Dank. Ach Gott, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Wir werden euch begleiten. Wenn ich mir jetzt so denke, jetzt habe ich das allererste Mal, bei uns dauert das immer so, du kriegst nicht die Nachtschichtzulage in dem jeweiligen Monat, wo du begonnen hast, sondern einen Monat danach. Und ich habe jetzt endlich mit Nachtschicht, mit Zulagen und alles drum und dran mit Geld gesehen. Und ich muss sagen, Nachtschicht schmeckt. Ich habe aber auch noch einen Samstag auch noch auszahlen lassen und alles drum und dran. Und jetzt wird der ein oder andere sich denken, eh nicht schlecht. Aber leider, ich würde nichts sagen. Aber ratet einmal, wie viele Überstunden ich nur in den letzten 5 Wochen gemacht habe. Ratet einmal, nur so ungefähr. Aber nicht auf übertrieben oder irgendwas, sondern auf human. Nicht, dass man jetzt gleich komplett auf, boah, bist du eppert, ja, 100 Stunden oder so, nicht. Na, wir reden nur mal von Überstunden, Nicht über 100, na, bist du eppert, da müsst ihr jeden Tag, Alter, 12 Stunden gespielt haben. Ich war auf, wie der Rio schon sagt, circa 50 Stunden, ja. In den letzten 5 Wochen, glaube ich. Ich glaube ungefähr, warte kurz, zu meinem Geburtstag hatte ich noch minus 60, 66 und jetzt bin ich auch fast auf 0. Habe aber 3 Samstage auszahlen lassen, das sind, aber nur die 100% sind 8, 16, 20. Wo ich mir denke, so bisteppert, wieder 20 Stunden insgesamt auszahlen lassen. Also ich bin dann eigentlich quasi, wenn ich nur die alle Stunden hernehme, nicht das, was ich sogar noch auszahlen lassen habe, bin ich auf quasi sicher 70, 80 Stunden. Nur was ich in den letzten 4 bis 5 Wochen gearbeitet habe. Alter. Ich habe es aber auch gemerkt gehabt, ich war fetzen hier. Dann habe ich einen Tag freigekriegt, wo ich auch so deppert herumdiskutieren musste, oder wo ich mir so denke, oder die Firma sperrt nicht zu, wenn, nur wenn ich einen Tag nicht da bin. Ich wollte Final Fantasy zocken, oder was wüsst von mir? Und den einen Tag habe ich eh nicht wirklich gescheit nutzen können, weil ich eigentlich nur tot war, nur geschlafen habe. Das war jetzt auch wieder nicht der Sinn der Sache, meiner Meinung nach, aber kann trotzdem passieren. Aber war Wahnsinn, oder? Die letzten paar Wochen, oder? Nur Vollgas geben, nur Vollgas. Aber ich habe trotzdem normales Gehalt, dann meine Nachtschichtzulagen und so alles drum und dran gekriegt gehabt, meine Schichtzulage. Und dann habe ich halt noch quasi diese Zulagen für Samstag, also Wochenendzulage auch noch gekriegt gehabt, dass ich jetzt sage, okay, ich habe was auszahlen lassen. Bei der einen Höhle konnten wir eh nicht weitermachen, also dementsprechend derweil noch uninteressant. Lass mal noch stehen, da war noch uninteressant. Aber pff, war hart die letzten paar Wochen. Das für zwei jämmerliche Pulverkisten. Man hat auch vielleicht gemerkt, dass ich ein bisschen vielleicht weniger gestreamt habe als wie sonst. Normalerweise fast jeden Tag live. Eine Woche widme ich mich der Alten, ja, die ist ein bisschen beschwert, vielleicht nur dezent. Ja, du musst auch mal ein bisschen Zeit für mich haben. Heute die Baden. Der Stream ist wichtiger. Na, jetzt kriegt sie wenigstens eine Woche. Einmal in der Woche kriegt sie einen Tag, wo ich für sie Zeit habe. Na, alles okay, alles gechillt.
Wow, Alter. Na, verstehe überhaupt nicht. Verstehe überhaupt nicht. Stream ist wichtiger. Na, alles gechillt, alles gechillt. Ich mache eh nur Spaß. Darf mich überhaupt nicht ernst nehmen. Aber 80 Stunden normal, bist du deppert. Aber dafür hast du dann wieder eine längere Zeit dann wieder frei, oder? Oder hast du dann wirklich deine 80 Stunden die Woche und dann, wenn halt wieder was zum Aufbauen ist, dann hast du Pech gehabt, wie viel Zeit auch immer dazwischen vorbeigegangen ist, oder? Oder hast du dann schon noch ein bisschen mehr dazwischen Spielraum, wo du sagst, du kannst dich auch ein bisschen wenigstens erholen? Okay. Ja, sicher. Gar nicht so uns wieder. Und das Ganze wird aber natürlich auch noch zusätzlich auf Leistung wahrscheinlich auch noch bezahlt. Ah, das ist Arsch. Ja, das ist Arsch. Da bist du eigentlich auch niedergefickt, bei 80 Stunden die Woche. Da, also. Ja, das ist halt der Beruf. Das ist halt der Beruf. Geht zu Pennington. Überzeugt ihn, wenn ihr könnt. Wo finde ich ihn? Er versteckt sich in seinem Büro. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wenigstens ein bisschen Borse oder irgendwas, aber dennoch. Okay, wenn du halt auch sehr gefragt wirst, dann ist es auch wieder ein komplett anderes Thema. Matthews, ein Hinterhalt. Sie sind gefallen. Möge Gott ihnen gnädig sein. Im Aufzug ist Munition. Shepard und Abbott sollen sie herbringen. Na, warte mal, ich muss mit der einen oder anderen Pulle mal reden. Macht es kurz, ich bin im Dienst. Wie steht es um die Leute? Sind sie kampfbereit? Die meisten sind Farmer, Verkäufer. Ja, dann, da ziehst du durch. Da ziehst du durch. Wir haben einen alten Soldaten, aber der ist krank. Depperte Frage nur, weil du machst es ja, soweit ich weiß, ja, glaube ich, gar nicht mehr. Oder hast es jetzt in Zukunft ja gar nicht mehr vor. Aber in was für einen. Normalerweise, man redet nicht über Geld, das weiß ich ganz genau. Aber mich würde es halt einfach interessieren, diese Branche, wie viel man ungefähr so in der Richtung verdient. Es ist schlimm, aber wir tun unser Bestes, es wieder gut zu machen. Das sogenannte Paradies von New Eden, hä? In was für ein Drecksloch wir es doch verwandelt haben. Aber wenn ja, wir aufhören zu graben, sterben wir. Gab's irgendwas Interessantes? Wenn ich was weiß, sage ich es euch. Aber macht schnell, ich hab zu tun. Ja, 4, 5, geil, sicher geil, aber körperlich halt ein bisschen, ja. Ja, das denke ich mal. Ja, das mit dem Unfall sowieso, das ist. Ende Gelände ist eh klar. Komplett. Also. So wie du sagst, Leben ist komplett am Arsch. Alleinziehend auch noch 80 Stunden. Er muss in der Hinsicht sagen, ja, ist es irgendwie nicht wert, das Geld. Finde ich. Es hört sich jetzt ein bisschen extrem an. Aber wenn ich mehr arbeite als wieder heim, zahlt sich das Geld alles nicht aus. Finde ich persönlich. Es sitzt einem ständig im Nacken. Aber das ist gut so. Aber damals ist damals und heute ist heute. Er ist nicht mehr der, der er einst war. Aber nerven kann er immer noch. Weil wenn ich mir so denke, okay, ich arbeite von Sonntag bis Freitag, meine 8 Stunden, meine 38,5. Frag nicht, warum 38,5, aber ich arbeite meine 38,5 Stunden und wenn ich rausgehe aus der Firma, ist Ruhe. Da habe ich nichts mehr, da interessiert mich nichts mehr. Da können sie mich auch rufen bis zum Gehtnimmer. Ja, ich bin halt quasi sowas wie Schichtleiter und alles drum und dran. Also schon ein bisschen was Besseres als wie manche andere. Also das heißt, dass ich auch ein bisschen IQ habe. Herr Rio, aber ich muss ein bisschen jetzt kurz flexen, damit er weiß, dass ich ein bisschen eine Intelligenz habe. Oder ob nur Depperte tut hackeln. Aber ich kann Überstunden immer wieder machen. Ich mache auch tagtäglich meine Stunde plus, immer eine Stunde plus. Wenn man sieht, okay, passt, ich muss um 20 Uhr gehen, dann wisst ihr ganz genau, ich mache eine Stunde plus, Streaming technisch. Und manchmal halt Freitag auf Samstag. Aber ja, es ist,
Es ist trotzdem, manchmal ist es viel, manchmal wenig, aber Nachtschicht ist halt Nachtschicht und Nachtschicht, das fickt halt einfach jemanden. Und das verändert aber auch einen Menschen, weil ich mir so denke, so damals, wie ich in der Nacht wirklich ein ganzes Jahr lang, oder fast ein ganzes Jahr lang durchgehend gearbeitet habe in der Nacht, hat es mich dann schon noch ein bisschen verändert, charakterlich, weil ich war auf alles angepisst, angefressen, null Motivation, nur müde, nur tot, keine Kraft und nix, alles nur so halbherzig gemacht. Nicht, dass ich sage jetzt, die Streams haben mich immer wieder ein bisschen daraus ein bisschen gerettet, sage ich jetzt einmal. Die haben mich ein bisschen aus dieser Fassade herausgeholt, dass ich sage, ich habe meine Abwechslung, ich habe Motivation, irgendwas noch zu tun, aber sonst war schlimm. War stellenweise wirklich schlimm. Was denkt ihr jetzt über Helen Priest? Nun, sie ist wie ihr Mann, nur besser. Es liegt ihr im Blut zu führen. Sie erinnert mich an meine alte Mutter. Die Königin von Topsville Common nannten wir sie. Zum Kommandieren geboren. Da gab es keine Widerworte. So, ich muss jetzt einmal auch schauen, wie der Sound mal wieder ist. Nicht, dass der Scheiße ist. Hört sich gut an. Nicht, dass da vielleicht irgendwas dann sein könnte oder sonst was, aber pff. Ja, es ist halt, die 7 Jahre wären schon extrem wichtig gewesen. Ja, die wären schon sehr, sehr wichtig gewesen. Oder Vollpension oder, das wäre saugeil gewesen. Sau, sau geil. Kanntet ihr Sebastian Priest? Ja, ich kannte ihn. Guter Mann, ausgezeichneter Soldat, hatte hehre Ideale, ist aber nicht die fragt wieder ständig nach Angebot und alles drum und dran. Hat wenn du für mich geklärt. Aber ich bock das nicht. Die kommt rein, Englisch, bla bla bla, ich habe ein Angebot für dich, interessiert mich nicht. Brauch kein Angebot. Werde wieder brennhaß. Komm rein. Auf Wiedersehen, Soldat. Steht extra Tabs, alles drum und dran, Deutsch, Österreich, das, bla bla bla. Kommt rein, kommt in Englisch rein und ich so nix Englisch, no. Was ist, sie schreibt das, wie geht's, das auf Englisch, denkt man so. Okay, und dann plötzlich so, ja, ich habe ein Angebot für dich. Halt deine Fresse und geh. Sorry, dass ich da jetzt ein bisschen angefressen, ein bisschen reagiere, aber mir bringt das nix, wenn ich 100 Follower habe, also 130 Follower, wenn ich 50 Follower eigentlich quasi rausschmeißen könnt, weil die inaktiv sind. Ich will da jetzt nicht arrogant oder irgendwas in der Hinsicht klingen, aber ich box halt nicht, dass die immer wieder da reinkommen, gleich folgen. Ich habe ein Angebot für dich. Interessiert mich nicht. Verpiss dich mit dem scheiß Angebot. Ich will zocken. Ich will einfach nur zocken und will eine Community aufbauen und kein Angebot. Ich will nicht Gurkensohn 2.0 sein. Aber dennoch, vielleicht kann man es nachvollziehen, vielleicht auch nicht, vielleicht bin ich jetzt in der Hinsicht vielleicht ein bisschen abgehoben, dass wir jetzt nicht so danach klingen, aber es ist einfach nur, fuck mich einfach nur noch ab. Passiert selten, aber ja, manchmal schieße ich daneben. Ja, gerne. Ich habe von euch gehört, als ihr hier angekommen seid. Ist eure Freundin gar nicht bei euch? Sie ist gestorben. Sie ist im Geiste bei mir. Tut mir leid, das zu hören. Was Schlaueres fällt mir leider nicht ein. Wenn ich euch irgendwie helfen kann? Okay. Vermutlich kann ich das nicht. Wer mag das nicht? Dieses Angeboten-Ding und alles drum und dran. Lass mich einfach in Ruhe zocken. Ich will neue Leute kennenlernen, mich mit neuen Leuten befassen, Unterhaltung führen und alles drum und dran, kein Angebot kriegen. Und dann in so einen Dreckslink eine geschickt kriegen in den Chat, das geht mir überhaupt nicht. Fleisch und Felle. Im Tausch für das, was immer ich brauchte. Wie seid ihr in New Eden gelandet? Verzeiht mir, aber ihr seid anders als die meisten Menschen hier. Und doch gehöre ich hierher. Ich wurde auf einer Farm nahe Boston geboren. Aber die Wildnis war mir stets lieber. Also kam ich nach New Eden. Nach einer Weile ist mir der Ort hier ans Herz gewachsen. Er ist verflucht. Aber ich bin immer noch hier. Was gibt es zu berichten? Erzählt mir von eurem Alltag. Würdet ihr mir denn zuhören? Sicher, dazu erzähl mal. Erzählt mir von Captain Pennington. Ich habe schon für schlimmere Menschen gearbeitet.
Ich bin fähig und mache keinen Ärger. Und er sorgt dafür, dass ich keinen kriege. Er respektiert mich. Das macht ihn zu einem ausgezeichneten Menschenkenner. Findet ihr nicht auch? Was könnt ihr mir über Helen Priest erzählen? Ehrlich gesagt, gehört sie nicht zu meinen Lieblingsmenschen. Aber im Kampf gegen die Untoten erweist sie sich als nützlich. Wie geht es euch? Ich mache meine Arbeit und ich mache sie gut. Auch wenn es nur wenige würdigen. Ja, würde ich auch sagen, du bist für den Arsch. Ich empfehle mich, Flora. Lasst euch nicht aufhalten. Na los, ihr Mistkerle. Kommt raus und spielt mit Teddy. Aber ich hoffe, das kann man jetzt wirklich, wirklich... Ja, du hast zwar schon geschrieben gehabt mit nachvollziehen, aber ich hoffe, dass man das jetzt wirklich... Wirklich, wirklich auf Deppert gesagt jetzt nachvollziehen kann. Ich will jetzt nicht auf abgehoben oder sonst was klingen. Das überhaupt nicht, gell. Das ist nur jetzt, weil es mich ein bisschen so anpisst mit diesen depperten Angeboten und das Ganze, weil das gerade in The Last of Us